Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Ich weiß, es kam schon lange nicht mehr, aber ich wollte euch unbedingt den neuen Champion zeigen und die neue Map. Deswegen spiele ich heute ein One-on-One, also mehr oder weniger, mit Kroko LP. Du darfst Hallo sagen. Sehr schön. Ja, und zwar haben wir ein eigenes Spiel aufgemacht, dass wir die Map eben auch auswählen können. Wir haben uns Bots eingestellt, extreme Bots. Mal gucken, wie stark die sind. Ja, ich schätze mal, ich starte dann einfach mit den Skills. Obwohl ich gucke erstmal, was ich skillen möchte. Schade, schön. Aber ich glaube, ich erhöhe die Reichweite von Lauffeuer. So. Ja, ja, hier ist er doch, der Kroko. Und meine Waller macht viel Schaden, sehr schön. So, unser Q ist vernichtendes Feuer. Es hat 2 Sekunden Ablenkzeit und schießt auf den nächstgelegenen Gegner, wobei Helden Priorität erhalten. Bisschen ein Pfeil. Recht praktisch. Und hat zudem keine Cooldown und kostet auch keine Mana. Das ist ziemlich stark, meiner Meinung nach. Da haben sich gerade die Banshees getroffen. Das auch mal, ha? So. Ja, unser W ist, was heißt das? Schattendolch? Ja, genau. Hat 10 Sekunden Abklingzeit und springt, ähnlich wie bei Katharinas Q aus LOL, auf die nächsten Gegner über. Ich glaube sogar unendlich, also kein Limit. Muss halt nah dran sein. Und ja, es macht dann einen Dot drauf, also so einen kleinen Gift. Eigentlich recht cool. Gefällt mir der Skill. Weil es eben auch stark an LOL erinnert. Und dann haben wir hier Welle der Heimsuchung. Da habe ich beschwören in einer Linie so Banshees. Die können uns nochmal hindrücken und hin teleportieren. Das war jetzt ein bisschen Fail. Und jetzt haben wir ihn gekillt. Weil Shen nicht geholfen hat. So. Dann. Soll ich vielleicht noch das Passiv erwähnen? Automatische Angriffe und Grundfähigkeiten betäuben den Diener, Söldner und Türme eine Sekunde lang. Ja, hab ich richtig gehört. Das wird sie doch richtig gut zum Spezialisten machen. Und oh Wunder, sie ist ein Spezialist. Ja, es sieht aus wie ein DD. Also wie ein Assassin. Ist aber ein Spezialist. Mit der Fähigkeit. Wundert es mich auch nicht. Und durch ihr W hat sie halt einen guten Wave Clear. Weil es halt auch gut Damage dealt. So. Ja, dann hat sie einen Mount, wie man sieht. Ich habe übrigens den Skin. Ich habe mal das Paket gekauft und Kroko spielt ohne Skin. Ja. Ja, jetzt haben wir neue Fähigkeiten. Ja, eigentlich ist nicht alles ziemlich cool. Und wir nehmen jetzt den vollen Köcher dazu. Also ich lese jetzt nicht alle vor. Bitte? Ich habe Vergiften gewählt. Ja. So, das ist jetzt ja, ich lese jetzt nicht alles vor, es wäre zu viel zum Lesen. Und irgendwie muss ich ja noch ein bisschen spielen, auch wenn es gerade nicht gezeigt ist. Aua. Da hätte ich mich zum Beispiel gerade versuchen, schlucken zu können. Ben, sammel ein. Mach nicht durch die Gegend. Ja, jetzt wird es mal Zeit, die Map-Mechanik zu erklären, würde ich mal sagen. Und zwar... werden hier Spinnen gespawnt, wie man sieht. Die tragen so Juwelen mit bei. Ich bin hier. Und man kann sie halt einsammeln. Wie man unten sieht, muss man welche abgeben. Es geht an 2 Spots, hier und hier. Keiner gehört irgendjemandem. Und es können sogar Freund und Feind gleichzeitig abgeben, wenn sie wollten. Werden sie aber nie tun. Bei der Test, beim Test, den wir vorher hatten, haben wir es gemacht. Das sah lustig aus. Sich einfach mal nicht zu unterbrechen. Ja, und der Rauch ist halt Unsichtbarkeit. Oh, das ist Shen. Und ja, und wenn man genug abgegeben hat, was der Gegner schon fast erreicht, dann spawnt auf jeder Lane eine fette Spinne. Die Spinne macht auch gut Schaden. Relativ stark, aber... Aber die hält halt auch nichts aus. Also die sind ziemlich leicht zu besiegen. Wir waren alleine jeweils. Und wir konnten es eigentlich ganz gut downkloppen. Ja, und danach braucht man 55 Juwelen. Denke auch immer so weiter. Genau. Und wenn man stirbt und man verliert man im Gegensatz zu der Piraten-Map, ich weiß gar nicht, Schwarzherzbucht, genau, nicht das Gold oder Juwel. Man verliert es zwar, aber die Freunde können es einsammeln und die Gegner nicht.
Total unfair. Valla hilft. Ah, oh, Valla ist auch nicht okay. Würde gern, ja. Will daheim suchen, tarnt Helden. Das ist immer cool. Ja, das gefällt mir ja schon fast. Aber die Heilung ist halt auch sehr stark. Ich hab mich für einen Lebenszauber entschieden. Toll. Midlane, kompletter Push. Ja. Ich nehme auch die Lebensheilung. Weil einfach Sustain finde ich schon wichtig. Das sind eigentlich meine extremen NPCs. Was ist los? Das sind eigentlich meine ganzen extremen NPCs. Oh, wo sind eigentlich meine extremen Leben hin? Oh, ich habe das Gefühl, du bist jetzt vorhin schon ticken zu leise. Für die Aufnahme. Jetzt raustappen. Ein bisschen lauter machen. Auf 3 Dezibel. Sag mal was. Ja, wie sieht's aus? Ja, sollte besser sein. Oh, ja, man könnte mal unten deffen. Ja. Ich könnte eigentlich schon mal vorgreifen. Sie hat 2 Heldenfähigkeiten. Oh Wunder! Hat ja keiner in dem Spiel sonst. Und ja, da kann man sich echt entscheiden. Einmal hat sie so einen Schuss. Also so einen fetten Pfeil. Er fliegt eine gewisse Distanz und detoniert dann, aber man kann nochmal reaktivieren, damit man selber detonieren lässt. Und der Silence dann für 2,5 Sekunden macht halt eigentlich auch sehr guten Schaden. Gegenangriff. Und ansonsten hat sie noch die Fähigkeit, als zweite Heldenfähigkeit, dass sie einen gegnerischen Diener übernehmen kann. Das hat 2 Sekunden Cooldown, beziehungsweise je nachdem, was für Diener man übernimmt, auch bis zu 4 Sekunden Cooldown, sorry. Wenn man einen Katapult übernimmt, 20 Sekunden Cooldown. Und auf Level Max, also Level 20, kann man dann noch machen, dass man dann... Hau ab! dass man dann auch gegnerische... Ja, ist jetzt Söldner übernehmen. Oh, ich habe mir den Pfeil genommen. Also den hier? Oh Mist. Ich bin hier. Habe ich nicht mehr getroffen? Schade. Nein. Aber ich muss nicht unbedingt testen. Jetzt habe ich euch gar nicht die andere heroische Fähigkeit zeigen können, weil ich unbedingt den Pfeil nehmen wollte, um ihn zu killen. Da war ich greedy. Greedy as fuck. Ey, es war knapp. Das ist richtig. Aber hätte es geklappt, wäre es richtig cool gekommen, weil ich habe meinen Dolch noch auf ein Gebäude geschmissen. Ja, das habe ich gesehen. Oh. Auf ein neues mit dem Abgeben. Oh, bei denen treibt mich in den Wahnsinn. Jawohl. War eine Azeratul gekillt. Ach, und Helden bringen auch 3 Kristalle. Warum auch immer. Wo sind das Kristalle? Wie heißen die eigentlich? Diamanten, Kristalle, Rubine? Könnte man welche abgeben können. Natürlich sagt es nicht laut im TS, weil wir sind ja nicht Feinde oder so. Aber weil das natürlich sehr freundschaftlich sehen. Wir wollten es halt nur zeigen, ein bisschen wie der ist. Und da hat es natürlich keinen Sinn, in eine Schnellsuche zu gehen, wo man dann sich vielleicht viel zu viel konzentrieren muss. Das ist einfach nur belastendes Spiel. Fußmuradin, hilf mir doch mal! Ja, ich bin die ganze Zeit. Dankeschön! Ich weiß nicht! Ach, guck mal, wir haben schon wieder eins. Machen wir irgendwie gemütlich? Hä? Das wäre extrem. Passata 22 Teile, Muradin 7. Ja, gut, unser Diablo hat auch 21. Wir wollen einfach nicht abgeben. Ah, und übrigens, der Boss hier oben ist dasselbe wie in dem Tempel des Himmels. Warum auch immer. Gut, die sehen relativ ähnlich aus eigentlich, die Maps. Hätten wir auch einfach mal zusammen machen. Mein Wille ist mein eigenes. Zusammen machen. Das ist hier nochmal der klagende Pfeil. Sieht man eigentlich die Reichweite, wenn ich hier... Natürlich sieht man die nirgendwo. So, so groß ist die Reichweite. Man sieht auch, wenn man sie explodieren lassen kann. Also, wie groß dann die Reichweite ist. Oh, das habe ich nicht sein.
Wenn ich das Feuer trifft, einen zweiten Gegner. Ich finde das Verlangsamen von Helden eigentlich cooler. Wir machen jetzt unsere, also das, die Fähigkeit verlangsamt ist. Guckt, jetzt kann ich hier gemütlich den Tower angreifen und keiner kann was dagegen machen. So kann eigentlich schon, aber es kommt halt keiner. Aber die Bots sind zu blöd zu raffen und helfen nicht mit. Aber deswegen ist es ein spezielles, wie man sehen kann. Oh. So. Was? Irgendwas wollte ich doch gerade sagen noch. Ja, schon vergesse ich sowas. Achso, ja, jetzt Level 20 haben wir noch nie erreicht, weil wir es noch nie so lange gespielt haben. Und im selben Patch wurde übrigens auch Jaina gebufft, also die, ihre Grundfähigkeiten wurden erhöht, was ich richtig cool finde, weil ich finde sie schon stark. Also der Schaden, der Base Damage. Jetzt haben wir schon wieder die Spinnen. Ist ja krass. Ah, ne, halt. Ich hab vergessen, mein Liebling Moki. Ja, dann Moki wurde natürlich gebufft. Du stirbst jetzt. Ja, ziemlich. Ich brauch noch nicht mal versuchen zu helfen, das hat immer eh keinen Sinn. Aber wie man sehen kann, macht sie einen ultra guten Wave Clear durch ihren W. Trifft ja jedes Minion. Durch die Heilung kann man einfach ewig auf der Lane bleiben, weil sie hat einfach keine Mana-Probleme. Wow! Ja, gut. Wenn man ein bisschen sparsamer umgeht. Wow! Wenn man jetzt sieht, habe ich ein W reingehauen und habe jetzt gleich hier die Mana dafür ready. Ja, E kostet auch 75 Mana, W kostet 75 Mana, Ulti 100. Einfach nichts, wenn man so viel Mana hat. Zumindest meine Meinung, dass das nichts ist. Ja, das ist auch wirklich nichts. Fahrt mit der Kuh, die einfach umsonst ist. Richtig. Und zwar folgst du mich und ich kann dich da nicht mit angreifen. Oh, wolltest du nicht hinterher? Ja, ganz bestimmt nicht. Schade. Verstehe ich nicht. Warum? Ja, scheiße. Darum hab ich. Ja, komm, roll ich die Minions. Oh, oh. Ja, gar nicht mal so langsam. Und du hast den Lee. Nicht Hasser da. Richtig. Super. Na, die Teamkonstellation ist richtig scheiße. Schade. Okay, wenn man halt viele Teamfights macht, also wie gerade eben, dann kann man schon umgehen, aber dadurch, dass man halt ziemlich schnell wieder was kriegt. Ach ja, so was macht man jetzt? Blut für Blut, Wille des Verlassenen. Aktiviert, um den Helden unaufhaltbar zu machen und seine Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Das ist immer krass. 3 Sekunden. Kann man das mal machen. Todeshauch. Ja, da geht die Reichweite um 25% runter. Die ist ja, ich glaube, ich mache ich mal, um das zu zeigen. Gebt den Befehl. Ja, hier sieht man sie natürlich jetzt gerade nicht. Auch Todeshauch skillen, aber ich brauche erstmal ein Level. So, so ist die Reichweite mit, ohne Todeshauch zu skillen. Sieht man sich hier gut merken. Skill ich mal. Schon ist er schon gut runtergegangen. Also man kriegt mehr Damage für die Kosten, dass man näher ran muss. Was mit einem Held, der nur 2670 Leben hat auf dem Level, nicht unbedingt empfehlenswert. Aber wenn man halt doppelt jumpen kann später, falls man das geht. Also B kann man zweimal machen. Was, wir haben schon wieder welche? Ja, das passiert ja ganz schnell. Ja, ich seh's. Unnötig, dass das Skill grad. Ey, ich wurde gestunt. Gesilenced. Oh, also, ich hab meinen Pfeil nicht getroffen. Ja, yeah, ich bin tot. Gott, warum ist mein Team so scheiße? Vielleicht weil wir einfach das Glück hatten, als erstes die Dinger zu bekommen. Ich bin hier. Die halt viel ausmachen am Level. Jetzt Hackerer. Nee, ich glaube nicht. Guck dir mal die Teamkonstellation an. Du hast zwei Tanks. Zwei richtig gute eigentlich. Das noch Waller und Lilly, was hab ich? Der Ach, ausreden, alles ausreden. Ich hätte noch nichts gesehen. Das ist, sie kann halt unglaublich gut alleine die Tower wecken, weil sie einfach die ganze Zeit betäuben kann. Und in manchen Maps, wo sie dann
zum Beispiel Geistermine, dann geht's einfach mal nicht mit runter, sondern macht es einfach permanent. Das ist eigentlich schon stark. Sollte vielleicht nicht ganz so viel hier. Reicht das? Reicht das? Schade. Guck, Lilly halt ich schon wieder voll. Was macht Hassan da? Gibt mir nicht mal ein Schild. Ich seh's. Oh, ich hab nicht gebraucht. Ich glaube, das Spiel kannst du jetzt mal schnell fertig machen. Ja, ich glaube, ich muss erst weg. Aber danach kann ich es fertig machen. Ja, Shen mit seinem Fass. Roll halt in die Gegner rein, Shen, ist okay. Oh. Ach, vielleicht werde ich mal Level 20, dann kann ich gucken. Und noch zeigen, was wir denn alles können. Das ist schon schön. Ja, wenn ihr die anderen Skills nachgucken könnt, dann könnt ihr ja einfach pausieren. Yay! So, also die Schaden am Zentrum der Explosion. Okay. Genau, das wäre das andere gewesen. Den Bonus, den Angriffsschaden. Also wir werden noch stärker, genau. Und Söldner. Dann halt, ja gut, Flash sozusagen. Hier, Flash. Oder hier mehr Schaden. Alle 5 Sekunden, zunächst automatisch Angriff, zieht sich 200 Schaden zu, so wie Söldner. Ich höre. Ja, dann lohnt sich eigentlich fast, also eigentlich Blitzschlag des Sturms. Das lohnt sich sowieso mit dem Skill dann. Und mit Banshees. Aber ich nehme jetzt einfach, falls es toll ist, den Ulti. 50% mehr Schaden. Das ist die Ulti, kann am Zentrum 900 Damage machen. Das ist nicht wenig. Achso, genau, und einmal pro Dina und Söldner in der Nähe getötet wird, kriegen wir eine Aufladung von dem Kuh. Und wenn, immer wenn ein Held getötet wird, 3. So nebenbei. Hab ich gar nicht erzählt. Zack. Ja, wenn die immer einzeln reinkommen, dann ist natürlich klar, dass sie sterben am Ende. Ich würde schon sagen, das sind extrem starke Gegner. Trotz extrem. Aua. Achso, und der Debuff geht auf Tower. Fick dich, Lilly. Das macht mir Angst. Hier, Lilly. Oh, ihr habt ein Zeratul, sehe ich gerade. Wie du siehst, Jens? Ja? Drücke ich immer, wenn ich meinen Banshees mache. Natürlich. In eine Richtung und laufe dann runter. Das heißt, sie müssen sich entscheiden, ob sie den Banshees hinterher wollen, ob ich mich dahin jump oder nicht. Das, das gab's bei anderen Champions auch schon. LeBlanc zum Beispiel. Also in LOL. Jetzt. War es ein bisschen anders, aber es geht eigentlich genauso. So zurückjumpen, also die kann springen. Die kann in ein paar Sekunden nochmal auf dasselbe Feld zurückspringen. Da bleibst du halt über die Auswahl. Willst du das oder willst du das nicht? Okay. Boah, Vater! Ja, wenn man den Ulti gut trifft, dann ist es viel Schaden. Ja, mit der verbesserten Form ist halt der Schaden richtig stark. Und ich habe glaube ich vorher mein E raus, mein B rausbekommen. Oh. Ja, jetzt war ich zu greedy. Ich dachte, das Söldnerchen wäre hier einer meiner Mates. Warum die eigentlich nicht mitkommt zum Finishen, weiß ich auch nicht, aber okay. Hätte ich halt die Spinnen machen können. Auf, sie sind extrem. Ja. Gut, oder vielleicht war es auch gerade, ich habe zu viel von LOL gelabert und vielleicht war das der Fehler, dass ich dann so LOL-mäßig einfach hinterher renne, wie so bekloppte Irre. Dann hast du nur 2 Level, also. So. Jetzt könnten die doch noch 6 Münzen abgeben. Sorry, 6 Kristalle. Ja, es sind Kristalle. Zweit vor und sterben.
Ah, Shen macht das alleine. Los. Ja, der hat alle zur Seite gerollt, ja. Hat er gut gemacht. So ein Trottel. Ah, die haben gerafft, dass sie, glaube ich, abgeben können. Wenn es noch den Boss zeigen, wenn die abgegeben haben, nicht mehr. Ging mal auf den Boss. Könnte ich machen, ja. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Geh auch ausnahmsweise mal nicht mit dem Team dahin sterben. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Zu spät. Da geht's noch. Rekrutieren. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Natürlich kommen jetzt wieder alle. Spiel dein Team so gut, meins ist einfach dumm. Achso, den Boss können wir nicht machen, klar, ist ja. Der Phaser gerade. Aber ich hab den befohlen, mir zu folgen. Alle. Geht es? Angepinkt. Schon geschehen. Wusste ich nicht, dass das geht, wieder was gelernt. Zum Beispiel alle Toplane ganz gemütlich. Verdammt. Das Ding greift auch nicht mal an. Das finde ich einfach so krass. Sind es dann noch erhöht auf 2 Sekunden, auch wenn es nicht so viel bringt. Das Silent. Ja, der ist ziemlich stark. 2,5 Sekunden ist echt viel. Nee, doppelt so lang. Doppelt so lang? 2,5 Sekunden. Vorwärts! Bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich der davor? Weißt du, das ist so ein Spezialist, der kann saugut pushen, aber auch saugut juken und so, weil der kann einfach saugut slowen, guten Damage machen. 2,5 Sekunden Silence im AOE-Bereich. Also ich wette, der wird genervt. Das war eigentlich schon die Champion-Vorstellung von Sylvana, plus der neuen Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt auch gerne wieder einschalten oder meine anderen Let's Plays gucken. Wie zum Beispiel Ori and the Blind Forest, was aktuell läuft. Also, bis dahin. Tschüdelü.